Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Heute ganz spannendes Thema L-Style, die Premium-Marke aus Japan. Wir haben ganz viele Fragen bekommen von Instagram. Und haben gedacht, ich mache jetzt mal ein ganz cooles Video dazu. Angefangen, wo ist denn der Unterschied zwischen Kami, die ganz neue Version von L-Style, EZ mit den integrierten Champagne Rings und den altbekannten Pro Flights. Pro ist ja das, was man altbekannt kennt, was dieses typische Champagne-Ringloch hat, wo Champagne-Rings reinkommen, entweder aus Kunststoff, Metall oder mit zusätzlichen Gewichten. Diese Flights sind eigentlich so das, was man unter typischen Champagne-Flights kennt, haben die typische 90-Grad-Form, haben diese verstärkten Seitenkanten, das tolle Flugverhalten und ist eigentlich das, worüber man es da lieben gelernt hat. Das Schöne an diesen Flights ist, dass man sie individualisieren kann mit Champagne Rings in verschiedenen Farben, aus verschiedenen Material und diese dann auch wunderbar mit den Shafts von L-Style kombinieren kann. Bei den EZ Flights ist es so, dass der Champagne Ring bereits integriert ist. Das heißt, man braucht nicht zusätzlich einen Champagne Ring reinbauen in den Flight, hat aber dafür einfach auch weniger Möglichkeiten, den Flight zu individualisieren. Die einen mögen das, weil es einfach ist. Dafür steht ja EZ für Easy. Andere sagen, ich möchte es aber lieber individuell haben und zum Beispiel Champagne Rings in Schwarz-Rot-Gold in meine Flights packen. Dritte Version, Kami Flights. Kami Flights vereinen beide Welten in gewisser Weise. Einerseits haben sie das neue Material von den EZ Flights, die ja noch widerstandsfähiger, noch robuster, noch reißfester sind. Andererseits haben sie aber auch das Loch für Champagne Rings, dass man den Flight individualisieren kann mit farbigen Champagne Rings aus Plastik, aus Metall etc. Und hat eben das neue Material. Zusätzlich kommt bei Kami Flights dann dazu, dass es so Schlitze auf diesen Flights gibt. Das sind so, die machen den Flight ein bisschen dünner, ein bisschen leichter, ein bisschen flexibler. Und das ermöglicht es, die Flights, also die Kami Flights, enger aneinander zu spielen. Man hat weniger Bouncer, weniger Ablenkungen und kriegt dann im Zweifelsfall einen höheren Score oder das entscheidende Doppel. Also ganz interessant, was die Kami Flights an Vorteilen mit sich bringen. Alle drei Champagne Flights, egal ob das der Pro Flight, der Kami Flight oder der EZ Flight ist, alle drei haben diese typischen L-Style Flugeigenschaften. Das heißt, den perfekten 90 Grad Winkel für optimale Aerodynamik, aber auch eben die verstärkten Kanten, was diese Flights von L-Style unglaublich haltbar macht. Das Weitere ist dann noch das Flugverhalten. Man hat so ein schönes, sauberes Flugverhalten mit Champagne Flights, dass viele Spieler, nicht nur im asiatischen Raum, sondern auch immer mehr im europäischen Raum, zu diesem System aus Japan zurückgreifen und das System absolut im Boomen ist derzeit. Das Thema Shafts ist ein ganz oft gefragtes Thema zu L-Style. Kann ich die Champagne Flights auf allen möglichen Shafts spielen? Klares Nein, weil auf Alu-Shafts funktioniert das ganz einfach nicht. Oder auf Shafts von anderen Herstellern wie Winmouse Dells oder 8Flight klappt das natürlich auch nicht. Aber auf alle herkömmlichen Kunststoff-Flights, Shafts natürlich, wie zum Beispiel Pro-Grips von Target, Winmouse Prism Force, Harrow's Super-Grip-Shafts, funktioniert das. Besonders gut mit den EZ-Flights funktioniert es, weil die sind dafür gedacht, dass sie auf allen Nylon-Carbon-Kunststoff-Shafts funktionieren durch diesen integrierten Champagne-Ring. Prinzipiell kann man die anderen Flights, also Kami und Pro, auch auf anderen Shafts spielen von anderen Herstellern. Aber das macht nur bedingt Sinn, denn die L-Shafts von L-Style haben eine optimierte Flight-Aufnahme. Da passen perfekt die Champagne-Rings drauf, die Flights sitzen wunderschön fest, weil die sind ein bisschen weiter aufgedehnt als normale Flight-Aufnahmen für Papier- oder Kunststoff-Flights. Und man hat bei den L-Shafts diesen integrierten Flight-Schutz am unteren Ende, wodurch die Flights von unten nochmal geschützt sind, sie noch länger halten, noch widerstandsfähiger sind und auch nicht von unten einreißen. Ist also ein ganz großer Vorteil und da sollte man ganz dringend nicht am falschen Ende sparen, weil klar, die L-Style-Shafts sind ein bisschen teurer, aber sie bringen viele Vorteile mit sich und wie es eben so ist, beides zusammen, Flights und Shafts, funktionieren perfekt miteinander. Das Thema Schaftlängen und Shafts allgemein bei L-Style ist sehr, sehr vielseitig. Es gibt die normalen L-Shafts straight, also gerade Form, wie man es von den Pro-Grip-Shafts her kennt. Es gibt die Slim-Variante, die ist dünner, aber auch in längeren Längen erhältlich. Deswegen sind sie übrigens auch dünner, denn Shafts werden länger, dadurch auch schwerer, die Balance ändert sich und so umgeht man dieses Problem. Und deswegen sind auch Shafts möglich, die deutlich länger sind als die typischen Medium von Pro-Grip.
also Target. Und natürlich gibt es nicht nur die feststehenden, sondern auch Spinning Shafts von A-Style, die sogenannten Silent Straight Spinner oder Silent Slim Spinner. Und diese haben eine drehbare Flight-Aufnahme. Das hat einfach den Vorteil, dass wenn ein Dart, der auf einen bereits steckenden Dart trifft, nicht so abgelenkt wird, die ganze Wucht des Aufpralls nicht auf den Flight übertragen wird, sondern absorbiert wird bzw. abgelenkt wird. Und dadurch passieren A, weniger Bouncer bzw. Ablenkungen und B, die Haltbarkeit des Flights wird verlängert oder des gesamten Equipments, weil es nicht so oft runterfällt natürlich. Aber es gibt auch verschiedene Materialien bei den Shafts. So gibt es die ganz normalen Kunststoff-Shafts, wie man sie kennt. Die sind auch vergleichsweise günstig und in verschiedenen Farben erhältlich und ganz verschiedenen Längen. Aber es gibt auch Carbon-Shafts. Carbon-Shafts sind extrem robust, extrem starr. Sie haben diese typische Carbon-Optik, Carbon-Farbe, sind leicht matt. Und diese gibt es auch in den Zwischenlängen. Und wenn wir schon beim Thema Längen sind. Die Längen bei A-Style sind nicht 1:1 übertragbar auf die anderer Hersteller. Das heißt, ein 190er Schaft ist nicht 19 mm lang. Das stimmt leider so nicht. Die Länge der Schafts bei A-Style wird immer gemessen ab dem Gewinde. Das wird nicht mit dazu gerechnet. Bis zum Anfang der Flightaufnahme, wo dieser Flightschutz integriert ist. Und diese Flightaufnahme selber ist dann nochmal 13 mm lang. Das heißt, ein 190 mm Schaft, also 190er Schaft, 19 mm Schaft, mit den 13 mm von der Flightaufnahme ist dann rund um 32 mm Schaft. Und genau deshalb haben wir auch bei allen Produkten eine entsprechende Grafik hinterlegt, wo man dann sieht, okay, ein 190er Schaft entspricht einem 32 mm Nylonschaft zum Beispiel. Ist nicht ganz einfach bei A-Style, aber mit der Grafik kommt man recht gut klar und die Vorteile der Schafts sprechen da ganz klar für sich. Genauso wie es eine ganz große Vielzahl an verschiedenen Schaftlängen, Farben und Materialien gibt, gibt es bei A-Style insgesamt 8 verschiedene Flight-Formen, Flight-Typen, sag ich mal. Angefangen von Standard L1, was so ziemlich jeder kennt und was bei Target zum Beispiel Nummer 2 ist, über Shape L3, bei vergleichbar mit Target Nummer 6 oder Small Standard, so rund 10% kleiner. Weiter geht's zu Rocket, ist ein bisschen eine Spezialform, ist ungefähr wie Standard, nur ein bisschen länger gezogen. Es gibt Kite, was auch wiederum jeder kennt, Slim mit dieser Dimple-Optik, Dimple Z, was auch so eine Art Kite ist mit Dimple-Optik, Bullet, was vergleichbar ist mit Vapor, schon wirklich klein dann. Außerdem Pier, Teardrop, ist auch relativ unbekannt, wird nicht mehr so oft gespielt, gibt es aber auch. Und auch die Shape Flights in Dimple-Optik, wie man sie von Peter Wright kennt, gibt es. Und das ist auch sehr, sehr gefragt aktuell, denn Peter Wright hat damit seinen WM-Titel gewonnen. Und diese Dimple-Optik oder diese Dimple-Struktur, das kann man sich vorstellen wie bei einem Golfball. Und zwar hat man durch diese Vertiefungen eine größere Oberfläche und diese größere Oberfläche sorgt für mehr Auftrieb, sodass ein Shape Flight mit dieser Golfball-Optik, Dimple-Optik, quasi vom Flugverhalten ist wie ein Standard-Flight, nur eben, dass er kleiner ist und nicht so viel vom Board verdeckt. Insgesamt gibt es bei A-Style wirklich ganz, ganz viele Flight-Formen, Schaftarten, Slim, Straight, verschiedene Materialien, 3 verschiedene Flight-Typen. Und da muss man wirklich schauen, was einem da taugt und muss da ein bisschen rumprobieren, was Flight-Formen angeht, Materialien und Co. Aber es lohnt sich. A-Style wird dein Spiel verbessern und es bringt so viele Vorteile mit sich. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem System auseinanderzusetzen. Aber es gibt nicht nur Shafts und Flights von A-Style, sondern auch Zubehör. Und gerade da ist das GOMO interessant, wenn du Carbon-Shafts spielst. Denn Carbon-Shafts sind sehr, sehr starr und können natürlich genauso brechen. Und bei dem relativ hohen Preis von Carbon-Shafts wäre das sehr ärgerlich. Und dafür hat sich A-Style das GOMO ausgedacht. GOMO kannst du dir vorstellen wie eine Art Dichtungsband für Shafts. Das heißt, das füllt die ganzen kleinen Lücken zwischen dem Gewinde des Darts und dem Gewinde des Shafts aus und reduziert damit die ganzen Vibrationen und macht den ganzen Schaft noch haltbarer, dass wenn er zu Boden fällt, nicht sofort bricht oder sich locker dreht. Weil locker drehen ist ja auch immer so ein Thema, was wir Dartspieler ganz und gar nicht mögen. Das wird mit dem GOMO auch verhindert. Ganz wichtig zum GOMO zu wissen ist, in einem Set sind 2 Stück drin, das heißt für 2 Sätze Shafts. Und das ist auch wirklich zum einmaligen Verwenden gedacht. Das heißt, wenn ihr einmal das GOMO auf den Schaft macht, das dann wirklich einfach drauf dreht und dann das GOMO auf dem Schaft mit in den Barrel schraubt, dann bleibt das da auch wirklich, bis der Schaft bricht. Denn wenn ihr das GOMO an dem Schaft wieder rausdreht, dann ist es kaputt, das zerreißt dabei. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man einen Schaft, auf dem GOMO aufgetragen wurde, auch wirklich drauf lässt.
Aber natürlich möchte man auch sein Zubehör transportieren können und das in einer stylischen und coolen Art und Weise. Und dafür gibt es von L-Style im Prinzip zwei verschiedene Accessoires. Und zwar einmal das Multitool. In dem Multitool, sieht aus wie ein Bullseye vom E-Dart-Automaten, könnt ihr Soft-Dart-Spitzen transportieren. Ihr habt einen Schaft-Remover auf der Rückseite, wenn euch mal ein Schaft abbricht. Und ihr könnt es auch noch aufschrauben und innen rein Zubehör wie Champagne-Rings oder Gummus oder solche Sachen packen, um solche Sachen immer dabei zu haben. Alternativ dazu, gerade wenn ihr kein E-Dart-Spieler seid, bietet sich das Lipstock an. Das Lipstock wird gerne als Spitzencase bezeichnet, funktioniert aber auch ganz wunderbar mit anderen Kleinteilen. So könnt ihr neben Softdart-Spitzen oder vielleicht Hardlip-Conversion-Points auch Champagne-Rings, ein Gomo oder auch Schafts reinpacken. Dafür wird es auch sehr gerne genutzt. Und zusammen mit vielleicht einem Flight-Case, wo ihr Ersatzflights reinpacken könnt, das sogenannte L-Case, was natürlich optimal die Flights schützt, wenn ihr Ersatz mitnehmen wollt, gibt es dann auch noch das Crystal Flight Case, in dem ihr ein ganzes Setup mitnehmen könnt. Das heißt, einen Satz Champagne Flights mit montierten Shafts und Champagne Rings habt ihr dabei und habt dann so die quasi optimale Kombi zusammen mit dem Crystal One Case, wo ihr eure Darts mit montiertem A-Style Setup einpacken könnt, die wunderbar geschützt werden durch das Hard Case und dank den Karabinern habt ihr auch euer Zubehör immer dabei. Was auch noch sehr oft gefragt wird, ist das Thema Champagne Rings, Shellock. Was passt zu was und wie verwendet man das Ganze? Also Champagne Rings sind, wie der Name schon sagt, dafür gedacht, in Champagne Flights zu kommen. Und da gibt es ganz normale aus Kunststoff in verschiedenen Farben. Das ist so der Standard. Dann gibt es dieselben als Premium Champagne Rings. Die sind aus Metall. Und das ist einfach noch ein bisschen robuster, gerade wenn man Steel Dart spielt und vielleicht doch mal einen Robin Hood hatte. Was zwar sehr unwahrscheinlich ist, aber trotzdem vorkommen kann. Und natürlich ist die Optik natürlich viel cooler durch das metallisch Schimmernde. Wer noch ein bisschen an seinem Setup basteln möchte, hat mit den Backbalance Champagne Rings von L-Style noch eine ganz besondere Art von Champagne Rings. Denn dort ist ein Tungstengewicht mit 0,4 Gramm integriert, was für eine hecklastigere Balance eures Darts sorgt. Und gerade wer es möchte, dass der Dart vielleicht nicht ganz so steil im Board steht, sondern eher flacher, hat damit die Möglichkeit, ein bisschen an seinem Spiel zu arbeiten. Shellock Caps hingegen sind wirklich überhaupt und ganz und gar nicht für Champagne Flights gedacht, denn das ist für alle Spieler, die typische Papier- oder Kunststoff-Flights spielen wollen, aber die Vorteile von L-Style haben wollen. Und dafür wird der normale Flight, egal ob von Target, Winmar, Red Dragon oder Co., mit dem sogenannten Shellock Flight Punch gelocht. Kann man ein bisschen vergleichen mit dem Slot-Lock-System. Und in dieses Loch kommt dann der sogenannte Shellock-Ring oder Shellock-Cap rein. Gibt es auch wieder in verschiedenen Farben, ist aus Plastik und hat auch Rillen eingearbeitet. Und das sorgt dafür, dass diese Papierflights schön im 90-Grad-Winkel aufgefaltet sind, man die Flightaufnahme abdeckt, um Robin Hoods zu verwenden, und die Flights viel fester auf dem Schaft halten. Ist gerade dann interessant, wenn man vielleicht eine Flightform spielt, die es von L-Style nicht gibt, wenn man sagt, ich möchte unbedingt Spielerflights von einem bestimmten Spieler spielen oder Nylonflights oder eine ganz andere Art von Flights, was auch immer, was es einfach bei L-Style nicht gibt. Dann hat man damit eine schöne Ersatzlösung, um trotzdem auf die Vorteile von L-Style zurückzugreifen. Abschließend möchte ich euch gerne nochmal ein paar richtig coole Inspirationen geben, wie man L-Style wirklich nutzen kann. Es gibt ganz viele coole Kombinationen, egal ob das Two-Tone-Produkte sind, also zweifarbige. Da gibt es ja auch wieder Shafts und Flights und Zubehör und Spitzen im E-Dart-Bereich etc. Das ist so der richtige High-End-Scheiß von L-Style, wo man wirklich richtig coole Sachen damit bauen kann, richtig coole Setups. Aber auch die ganzen Spieler-Flights, die ganzen Signature-Flights von Fallon Sherrock, von Willem Mandiger, von Michael Unterbuchner und Co. Es gibt so viele coole L-Style-Flights und auch so viele Farben und Schaft-Typen und Accessoires, wo man sich unbedingt mal anschauen muss. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich konnte euch die Premium-Marke L-Style aus Japan etwas näher bringen, euch ein paar Fragen nehmen, Fragen beantworten und euch das ganze System ein bisschen näher bringen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren würdet und die Glocke drückt, uns folgt und uns vor allem am nächsten Sonntag, ja, jeden Sonntag machen wir das, einen Darts Live Talk hier auf YouTube, einen coolen Livestream, wo wir dann eure Fragen beantworten, wo wir euch Darts und Equipment zeigen können und euch nochmal ganz persönlich beraten können, vorbeischauen wird. Bis zum nächsten Video, bis dahin, macht's gut, gut Darts!